Let's Talk, Folge 3, Bindung zwischen dir und deinem Border Collie. Herzlich willkommen bei letstalk.com, deinem Border Collie Podcast. Mein Name ist Haro und mein Ziel ist es, zusammen mit dir tief in die Welt der Border Collies einzutauchen. Lass dich inspirieren, erweitere deinen Hundehorizont und denke immer daran, der Mensch lernt vom Hund. Hallo Border Collie Freund, schön, dass du da bist. Da ist der Haro von Let's Talk Border Collie Podcast und in der heutigen Episode sprechen wir wieder über das Vierpfotenmodell. Wenn du dich zurückerinnerst, in der vorigen Episode haben wir bereits über eine Pfote von diesem Vierpfotenmodell gesprochen. Das war die Bewusstseinspfote. Bei der Bewusstseinspfote hast du dir die Fragen gestellt, die notwendig sind, um überhaupt die Unterschiede zwischen Mensch und Hund zu verstehen. Du hast dir auch klar gemacht, was es bedeutet, einen Border Collie zu haben. Wir haben über die charakterspezifischen Verhaltensweisen und die rassespezifischen Verhaltensweisen gesprochen. Ja, und wir haben über dein Mindset gesprochen. Über das Mindset, wo du dir klar wirst, wie du zusammenleben möchtest mit deinem Border Collie. Wir haben auch über die Hauptunterschiede zwischen Mensch und Hund gesprochen und sind dabei draufgekommen, dass die Kommunikation ein ganz großer Unterschied zwischen uns Menschen und den Border Collies, den Hunden ist. Die zweite Pfote, die nenne ich die Pfote der Bindung. Und diese Pfote der Bindung ist nicht weniger wichtig wie die erste Pfote. Das gilt sowieso. Also es sind alle vier Pfoten gleichermaßen wichtig, um ein harmonisches Zusammenleben zwischen dir und deinem Hund, aber auch zwischen dir, deinem Hund und deinem Umfeld zu ermöglichen. Wenn wir von Bindung sprechen, dann muss uns bewusst sein, dass wir bei der Bindung um die einzige richtige Verbindung, wir können es auch als Leine betrachten, als unsichtbare Leine, zwischen dir und deinem Hund sprechen. Bei der Pfote 1 haben wir bereits über die Bedürfnisse vom Hund gesprochen und da geht es ganz klar auch um Sicherheit und Geborgenheit. Und diese Sicherheit und Geborgenheit erreichst du über die Bindungsarbeit. Arbeiten an der Bindung bedeutet nicht arbeiten am Gehorsam, aber sie bringt dich zum Gehorsam, zu späterer Zeit. Bindung bedeutet auch nicht oder hat nichts mit Abhängigkeit zu tun, denn Abhängigkeit nimmt im Laufe des Zusammenlebens und im Laufe der Lebenserfahrung ab. Bei der Bindung ist es genau umgekehrt. Die wird immer größer, sie wächst und sie wird immer intensiver. Jetzt wirst du dir denken, das ist schön und gut, was der Haro da erzählt über die Bindung. Du wirst dir aber die Frage stellen, wie fördere ich die Bindung? Wie erreiche ich Bindung zwischen mir und meinem Border Collie? Und die Antwort darauf ist eigentlich sehr einfach. Du arbeitest permanent an der Bindung. Bei allen Dingen, die du mit deinem Hund machst, ist Bindung ein wesentlicher Bestandteil davon. Und je bewusster dir das aber ist, desto besser kannst du es auch machen, klarerweise. Denn Bindungsarbeit ist auch Bestandteil von regelmäßiger Futtergabe zum Beispiel, ja, oder regelmäßigen Spaziergängen. Bestätigung des Hundes, ja. Das heißt, wenn er etwas dir entsprechend macht, dass du ihn richtig bestätigst, dass die Bestätigung auch bei ihm ankommt, dass du berechenbar bist für deinen Hund. Das ist auch Bindung, ja, dass er weiß im Prinzip, wie welche oder in welcher Form die Reaktion von dir kommt. Ganz wichtig ist aber auch die Akzeptanz von deiner Seite in Richtung deines Hundes. Das heißt zum Beispiel Akzeptanz der Bedürfnisse von Ruhe. Wie will er angegriffen werden, dein Hund? Ja, nicht jeder Hund will gleich angegriffen werden. Border Collies sind sehr sensibel. Sie sprechen eine sehr körpersprachliche Sprache auch im Zusammenleben mit dem Menschen, dass du das beobachtest und dass du das akzeptierst, ja, dass er zum Beispiel, mein Border Collie, der hat ein gewisses Problem damit, wenn ich frontal auf ihn zugehe, ja, da merke ich einfach, er ist sehr sensibel. Ich akzeptiere das und nähere mich sehr oft von der Seite. Ich schaue, dass ich ihm
nicht unmittelbar direkt anstarre und über seinen Kopf drüber gehe. Ja, ich achte einfach drauf und es ist eine gewisse Form von Respekt und Akzeptanz. Ein weiteres Beispiel dafür wäre auch, dass du, wenn du mit ihm, in Österreich sagt man schmusen, also kuscheln möchtest mit ihm, dass du auch berücksichtigst, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für ihn ist, um zu schmusen. Und ja, dementsprechend auch hier der beiderseitige Blickwinkel, du schmusst nicht nur für dich, sondern im Prinzip ihr schmusst beide. Und wenn du das berücksichtigst, dann genießt du es auch viel mehr, wenn du so weit mitdenkst, dass du bemerkst, ob auch dein Hund, ob ihm auch dein Border Collie das Schmusen gerade gefällt und dass er es genießt. Was erreichst du dadurch? Du erreichst dadurch, dass du Situationen für deinen Border Collie vermeidest, wo du sehr nahe bei ihm bist, wo er eigentlich aber diese Nähe gar nicht mag. Ja? Und durch das Vermeiden dieser Situationen arbeitest du und stärkst du wiederum die Bindung. Ich gebe aber zu, es ist teilweise sehr schwierig, hier immer mitzudenken und auch zu widerstehen, beispielsweise noch einmal zum Schmusen, dass ich manchmal übersehe, dass er eigentlich nicht schmusen möchte. Und ich treibe es dann vielleicht manchmal zu weit und ich muss dann aber einsehen, wenn ein kleiner Knurrer kommt, ja, der wirklich als Kommunikation nur bedeutet, hey, Haro, Bursche, ich will jetzt überhaupt nicht, dann bin ich ihm da überhaupt nicht böse und verstehe, dass er mir einfach nur mitteilen will, dass er jetzt nicht mag. Und somit trete ich den Rückzug an. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich ein Knurren in jeder Situation und in jeder Ausprägung toleriere. Es gibt nämlich wirklich einen großen Unterschied zwischen Knurren und Knurren. Es gibt, wie gesagt, das kommunikative Knurren im Bekunden. Das heißt, er bekundet, eine Situation passt ihm nicht. Er hätte gerne eine Änderung oder ein Stopp dieser Situation. Und dann gibt es ein aggressives Knurren, ein Warnungsknurren. Das heißt, das Knurren kurz vor dem Einsatz des Fangs. Und ich kenne meinen Border Collie jetzt mittlerweile so gut, also ich weiß und ich kann das sehr gut unterscheiden und ein Warnungsknurren kommt nie vor. Ich würde es auch nicht tolerieren. Ja, und da gibt es jetzt natürlich zahlreiche Beispiele, wo überall Bindungsarbeit automatisch passiert. Mein absoluter Top-Tipp und das ist mein Top-Bindungsinstrument, das ist ein altes Kletterseil, 60 Meter durchschnitten, ganz sauber auf 15 cm herunter und mit diesem Kletterseil simuliere ich das Beutespiel. Wenn du einmal nachdenkst und überlegst, wie Hunde untereinander spielen, dann ist es sehr oft das Beutespielen. Und zwar geht es da um irgendein auch Seil oder Stock, einen Stecken. Und um diesen wird gerangelt. Sie haben den Stock beide im Fang und sie wälzen sich am Boden und einmal untergibt sich der stärkere, der größere Hund, einmal der kleinere. Und so wird gezergelt, gerangelt. Der eine Hund, der die Beute vielleicht ergattern kann, läuft dann ein wenig davon. Wenn der andere nicht folgt, kommt der mit der Beute zurück und es geht wieder von vorne los, dieses Rangelspiel. Genau dieses Spiel simuliere ich auch mit meinem Border Collie. Und ich gehe da so weit, dass ich mich wirklich auf den Boden schmeiße, mich mit ihm wälze, ihn kontaktiere mit meiner Hand, auch den Fang mit meiner Hand simuliere, dass ich knurre, dass ich ihn durch meine Beine durchlenke. Und ich werfe das Seil zwar auch, aber ich laufe meinem Hund nie nach, denn er muss wissen, dass nur bei mir der Spaß, das Vergnügen ist und nirgendwo anders. Ja. Das heißt, wenn er dann mit dem Seil nicht wiederkommt, dann laufe ich sogar etwas davon von ihm und mittlerweile weiß er das schon sehr gut, dass er immer bei mir ist mit dem Seil, aber am Anfang ist er mir dann auch gefolgt aus der Distanz mit dem Seil wieder und die Rangelei hat wieder von vorne begonnen. Das ist meine absolute Empfehlung, auch mit Welpen zu machen und das sehr intensiv zu machen, sich bei Welpen sowieso rein auf die Bindung zu konzentrieren
und so gut wie kein Gehorsamstraining mit dem Welpen zu machen, denn das kommt alles zu späterer Zeit. Wie stark die Bindung vorhanden ist, das erkennst du sehr gut, zum Beispiel an diesem wahrscheinlich eh bekannten Secure Base Effekt. Und zwar ist es der Effekt, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und er fühlt sich in Gefahr, es gibt einen lauten Knall oder er ist in einer Stresssituation und wenn er dann zu dir kommt und bei dir Schutz sucht, dann bist du schon am Top-Level, was die Bindung mit deinem Hund zu deinem Hund betrifft. Aber auch wenn dein Hund in Situationen ist, zum Beispiel er wird von jemandem Fremden gestreichelt und er mag das nicht, er sucht dann den Blickkontakt zu dir, dann merkst du, dass da eine starke Bindung vorhanden ist. Oder du sitzt irgendwo und dein Hund stupst dich an, er nimmt Kommunikation auf oder er sucht den Körperkontakt zu dir, dann weißt du, du hast sehr gute Arbeit bisher geleistet, was die Bindung betrifft. Ja, das war jetzt die Pfote 2, die Bindungspfote aus dem Vier-Pfoten-Modell. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere Verwertbare für dich dabei. In der nächsten Episode besprechen wir die nächste Pfote, die Pfote 3. Ich kann nur sagen, bleib dran, setz es um. Ich verspreche dir, es wird sich für dich und deinen Hund bezahlt machen. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auf dich. Das war Haros Let's Talk Border Collie Podcast. Besuche uns auf unserer Blogseite www.let's-talk.com. Dort findest du weitere Informationen, Videos, Anleitungen und Berichte über hundefreundliche Plätze. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, leite den Link direkt an deine Freunde und Bekannte weiter. Und denk daran, Hund immer dabei.